Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Abgeordnete, Kollegen, liebe Zuhörer. Seit geraumer Zeit wird auf Bundesebene über die Reform des Wahlrechts diskutiert. Vor allem im Hinblick auf die Größe des Bundestages, um den in den letzten Wahlperioden massiv angestiegenen Überhangs- und Ausgleichsmandaten im Bundestag entgegenzutreten. Dieses Problem haben wir hier im Saarland nicht. Unser Parlament ist fixiert, ja zementiert auf 51 Sitze. 10 über die Landeslisten, 41 über die 3 Wahlkreislisten. So weit, so gut. Über einen aufgeblähten Landtag müssen wir daher nicht nachdenken. Wir sind mit Abstand das kleinste Landesparlament. Selbst die Brömer Bürgerschaft hat 84 Mandate. Dieses kleine, auf 51 Mandate festgelegte Parlament erkaufen wir uns aktuell aber mit einem singulären Wahlrecht mit offensichtlichen Demokratiemängeln im Vergleich zu allen anderen Bundesländern. Wir hier im Saarland sind die einzigen mit reiner Verhältniswahl bei geschlossenen Listen. Der saarländische Wähler hat bei der Landtagswahl eine einzige Stimme, die gibt er einer Partei oder Liste und gut ist. Es besteht keine Möglichkeit für den Wähler, in irgendeiner Weise in die ihm von den Parteien servierten Listen Einfluss zu nehmen. Es gibt keinen direkten Wahlkreiskandidaten etc. Das ist so nicht mehr zeitgemäß. Es treten durch den Wandel in unserer Gesellschaft immer mehr Parteien und Listen zur Wahl an und die Ergebnisse zersplittern auf immer mehr Parteien. Nicht wie es früher, als die Parteien abseits der großen einstigen Volksparteien mit 0,x% Bereich landeten. Nein, es werden immer mehr sonstige mit ganzen Prozentanteilen der Wählerstimmen bedacht und sind somit unter demokratischen Gesichtspunkten nicht einfach so außen vor zu lassen. Sehen wir uns in diesem Zusammenhang die letzte Landtagswahl im Saarland vom 27.03. einmal an. Die 5%-Hürde wurde von drei Parteien genommen. Die SPD erhielt 43,5% der Stimmen, die CDU 28,5%, wir von der AfD 5,7% der Stimmen. Der saarländische Wähler, der zur Wahl ging, ließ die Grünen und alle anderen Parteien an der 5%-Hürde zerschellen. Zusammen aber stolze 22,3% der Stimmen unserer saarländischen Wahlberechtigten. Allein das ist schon einmal ein Fakt, ja eigentlich schon ein Auftrag, wenn man es mit Demokratie ernst nimmt, über das Wahlrecht nachzudenken. 22,3% der Saarländer haben über 5 Jahre keine von ihnen ihrer individuell getroffenen politischen Entscheidung entsprechende politische Vertretung im Landtag. Die sich für die anderen sonstigen entschieden haben, gehen in ihrer politischen Vertretung leer aus. Dies für sich betrachtet könnte man noch hinnehmen unter dem Motto, so sind halt die Spielregeln. Erst ab 5% darf man mit in den Sandkasten. Aber die Konsequenzen des saarländischen Wahlrechts sind noch schlimmer, als dass 22,3% der Wählerstimmen ohne parlamentarische Vertretung unter den Tisch fallen. Gucken wir uns dazu einmal die Sitzverteilung im Landtag nach der letzten Wahl an. Die SPD generierte aus ihren 43,5% Wählerstimmen 29 Landtagssitze. Die CDU aus 28,5% 19 Landtagssitze und wir bekamen für unsere 5,7% 3 Mandate. 29 zu 19 zu 3 oder in Prozent der Sitze aus der Gesamtzahl von 51. Die SPD ist mit 56,9% der Stimmen im Hohen Haus ausgestattet, die CDU mit 37,3% der Stimmen und wir mit 5,9% der Stimmen. War das der Wille der Gesamtheit der Saarländer? Aus 43,5% der SPD real macht 56,9% Stimmgewicht im Landtag. Aus 28,5% real der CDU macht 37,3% Stimmgewicht im Landtag. Einzig wir von der AfD mit realen 5,7% sind im Parlament mit 5,9% vertreten, kommen dem Willen des saarländischen Wählers im Stimmgewicht verdammt nahe. Wen wundert es, dass die Differenz von plus 13,4% für die SPD, plus 8,8% für die CDU und im Vergleich dazu magere plus 0,2% für die AfD den Wert der sonstigen ergibt, die die 5%-Hürde nicht geschafft haben. Werte Kollegen, das war aber nicht der Willen der Saarländer, dass hier knapp 60% der Abgeordneten der SPD und gut 37% Abgeordneten der CDU sitzen. Das Hohe Haus und damit die Regierung, wie das Saarland gesamt, wird von satter absoluter Mehrheit regiert, obgleich nur 43,5% der Wähler ihre Stimmen der SPD gaben. Real haben am 27.03.2022 56,5% der Wähler, die ihre Stimme abgaben, die SPD nicht gewählt.
Im Landtag sitzen aber 56,9% Abgeordneten der SPD. Noch katastrophaler werden die Stimmen auf die Absolutheit der Wahlberechtigten beziehen. Dann haben gerade einmal 26,3% der saarländischen Wahlberechtigten die SPD gewählt und eine knapp 60% Mehrheit im Parlament erhalten. Darüber sollten wir nachdenken. Wie lange, wie viele Legislaturen will man so etwas den Wählern, den mündigen Bürgern noch zumuten, dass seine Stimme bei dem aktuellen Wahlrecht de facto als Sitz im Parlament einer Partei Parteien zugeschlagen wird, welche er eben gerade absichtlich nicht gewählt hat. Dass hier immer eine gewisse Unschärfe sein wird und auch sein muss, wird sich nicht gänzlich verhindern lassen. Aber gerade die eben durchdiskutierte letzte Wahl im Saarland zeigt hier Unzulänglichkeiten, die so nicht sein dürfen. 56,5% haben eine Partei explizit nicht gewählt, bekommen aber 56,9% Abgeordnete dieser Partei im Parlament, die dann 5 Jahre im Land schalten und walten können, wie sie wollen. Das geht an das Grundverständnis von Demokratie. Werte Kollegen der SPD, Sie werden ja nie müde, zusammen mit der CDU immer die Monstranz der demokratischen Partei vor sich herzutragen und zu suggerieren, dass wir von der AfD unsere Mandate nicht vom Wähler hätten. Aber den eben beschriebenen Fakt wollen Sie nicht sehen, da muss der Wählerwille aber mehr berücksichtigt werden. Nun haben Sie alle die Gelegenheit, einmal etwas für die Demokratie zu tun und in die Evaluierung des Wahlrechts im Saarland einzusteigen. Wir haben absichtlich noch keinen ausgearbeiteten Vorschlag mit konkreten Maßnahmen unterbreitet, an welchem Sie sich mit warmen Worten und vorgeschobenen Argumenten abarbeiten könnten. Nein, wir möchten einfach nur eine ergebnisoffene Evaluierung des Wahlrechts in der Hoffnung, dass sich zumindest einem Nachdenken und Analysieren des momentanen Zustandes im Ausschuss sich kein Demokrat ernsthaft in den Weg stellen wird. Denn es betrifft uns alle. Es betrifft unsere Demokratie und die dauerhafte Akzeptanz dieser in der Bevölkerung. Dies meint aber auch, sich unangenehmen Wahrheiten zu stellen als Mehrheitsfraktion. Sie haben nach den Buchstaben des saarländischen Wahlgesetzes hier im Landtag eine satte fast 60% Mehrheit. Diese hat Ihnen das aktuelle Wahlgesetz verschafft, aber nicht die Saarländer. Mehr Demokratie wagen. Lassen Sie uns alle zusammen das Wahlrecht einmal überprüfen, evaluieren, damit möglichst jede Stimme jedes Saarländers auch im Parlament wiederzufinden ist. Unser Saarland zuerst, Deutschland aber normal. Ich danke.